sehen könnt, habe ich mir 37 Packs angesammelt, die wir zusammen öffnen werden. Und zwar 35 von den neuen, von dem großen Turnier, den Kartenpackungen, und zwei normale. Und dann würde ich vorschlagen, wir fangen erstmal mit den normalen an und zum Schluss dann halt hier die 35 coolen Packungen. Eine seltene, die Karte ist Schrott, Schrottpack. Was soll man dazu sagen? So, wir hoffen natürlich, dass wir Legendaries bekommen. Nicht nur eines, aber vielleicht sogar zwei. So, dann sind wir jetzt auch schon. Macht euch auf die glanzvollsten Gäste, die spektakulärsten Nebenattraktionen und die imposantesten Kämpfe aller Zeiten gefasst. Okay, das werden wir wohl. Dann öffnen wir jetzt das erste Pack von dem großen Turnier. Und eine seltene, okay. Ich habe noch gar keine Ahnung, was die Karten hier können. Ich habe die fast gar nicht bis jetzt gesehen, oder? Also nur ein bisschen durch Kartenchaos und ich glaube mal durch YouTube, aber sonst habe ich eigentlich noch gar nicht die Karten angeguckt. Verursacht 3 Schaden, erhaltet 3 Rüstung für Krieger, wählt aus, verursacht 2 Schaden oder ruft 2 Sprösslinge als 1 herbei, das ist nice. Ansturm, Gottesschild, jo, 5-2er, ich weiß nicht. Obwohl, ich weiß nicht. Kann nicht angreifen, Instrumentation kann diesen Zug angreifen. Nee, die Karte ist ja nicht so gut, glaube ich. Aber es ist alles noch hier. Ich mache mal kurz den Decktracker hier aus an der Seite. Das stört euch bestimmt hier. So. Eine seltene, 2 seltene. Okay. Und erhält plus 1 Haltbarkeit, wenn ihr einen Diener mit Spott kontrolliert. Jo, die Karte ist gar nicht mehr so bad. Und für den Priester jetzt hier noch, Kampfschrei erhält plus 1 Angriff und Spott, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Jo, warum nicht? Die Karte ist nice. Ich glaube auch ziemlich, dass Priester gebufft worden ist und Druiden sind halt heiß. Wieder eine seltener. Ist jetzt zwar noch nicht das richtige Glück auf unserer Seite. Verleiht euren Totems plus 2 Angriff. Jo, sieht ganz okay aus, ganz solide. Manchmal so bad. 32 Packungen haben wir noch vor uns. Und gucken, ob wir jetzt was Besseres rauskriegen. Wieder eine seltener. Eine epische. Okay. Das seht ihr ja schon mal. Nice. Stellt 7 Leben wieder her. Deckt ein Diener aus jedem Deck auf. Stellt stattdessen 14 Leben wieder her, wenn euer Diener mehr kostet. What? Übelste krasse Heilung. Wie? Episch. Oh, die Karte ist cool, die kenne ich. Kampfschrei. Erhält plus 1 Angriff und Sport, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Die Karte ist ziemlich nice. So. Das 31. Pack jetzt hier. So, er erhalte 2 Zufallskarten von der Klasse eures Gegners auf die Hand. Verleiht einem Dämon plus 3 plus 3, gebt eurem Gegner einen Mana-Kristall. Ich weiß nicht. So, was kommt jetzt raus? Okay, nur eine seltene. Die Karte ist auch gut, aber ist ja nur eine normale Karte, aber nicht schlecht, die gefällt mir. Verleiht euren Dienern zu Beginn eures Zuges plus 1 plus 1. Jo, warum nicht? Dreht mal eine seltene. Und mehr nicht. Fügt einem zufälligen Feind 4 Schaden zu, wenn ihr diese Karte ausspielt oder abwerft. Okay. Ich weiß nicht, ob die Karte jetzt so gut ist. Aber ich kann das nicht alles beurteilen. Ich habe sie noch nie in Aktion gesehen. Eine seltene wieder nur. Bis jetzt hatten wir noch keine Legendary oder irgendwie sowas dabei. Nur eine epische. Das ist ziemlich mau, finde ich. Deckt einen Diener aus jedem Deck auf. Stellt bei eurem Helfen 7 Liebe her, wenn Diener mehr kostet. Die Karte gefällt mir. Und das Geheimnis ist auch cool. Bärenfalle. Ruft einen Bären 3-3 mit Sport herbei, nachdem euer Held angegriffen wurde. Auch wieder nix. Hatten wir eben schon mal. Stellt zu Beginn. Keine Ahnung, das war irgendwie plus 1 plus 1, die dann geben Geheimnis. Auch wieder relativ großer Crap. Erhaltet eine Kopie eines feindlichen Dieners auf die Hand. Ja, sowas wie
der Priester schon hat mit Kopieren diese Karte dafür ein Mana, nur das halt nicht in der Hand haben muss. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel besser ist. Selten, noch eine seltene und zwei epische und zwei seltene. Das ist doch mal ein nice Pack. Selten. Erhaltet für jedes befreundete Totem +1/+1. Die Karte ist gut. Selten. Verwandelt einen Diener in einen Eber 4-2 mit Ansturm. Joa, ich glaube, die ist okay. Episch. Die epische Karte. Erhaltet eine zufällige Paladin-Karte auf die Hand. Nice. Episch. Noch eine epische, ne? Oh, das ist cool. Geladen und entsichert. Dann macht man halt das da und kann dann ganz viele Zauber hintereinander spielen und dann erhält man eine zufällige Jägerkarte auf die Hand. Irgendwie sowas war das. Nice, dass ich die Karte schon mal gezogen habe. Selten. Und auch wieder nichts. Ich will aber gerne so eine Legendary bekommen, Leute. Wenn ein befreundeter Diener stirbt, wird ein zufälliger mit demselben Kosten herbeigerufen. Nice. Im Late Game ist die Karte OP. Ich hab so eine, weiß ich nicht, jetzt Beispiel, so eine 6-Mana-Karte. Ich spiele das Geheimnis aus, kriegt ihr wieder eine 6-Mana-Karte. Die Karte habe ich schon mal gegen mich gehabt. Okay. Bis jetzt haben wir nicht so wirklich Glück, würde ich sagen. Er hätte jetzt mal +1/+1, wenn er eine Karte abwerft. Nee. Muss es sein. Abwirft. So. Was soll denn der Körper weiter? Normalerweise kann ich immer voll viele Legendaries, aber hier ist irgendwie nichts. Das ist ziemlich der Crap. Eine seltene schon wieder. Wer hat's gedacht? Komm schon, Glück sei auf meiner Seite. Einen Legendary, bitte. Episch, nice. Selten. Selten. Episch. Oh, die Karte ist nice. Frostriese. Die gefällt mir. Selten. Auch wieder noch Crap. Kampfschrei deckt einen Diener aus jedem Deck auf. Erhält +1 Haltbarkeit, wenn ein Diener mehr kostet. Ist okay. Komm schon, große Turnier, enttäuscht mich doch jetzt hier nicht. Ich will eine Legendary. Selten. Bitte. Ja, die Karte hatten wir auch schon mal. Schrott. Selten. Wieder nur eine seltene Karte. Komm schon. Spott, Kampfschrei verleiht einem Diener Spott. Okay. Die Karte ist eigentlich gar nicht mal so bad. Kann sich gut einbauen lassen. Legendary, wo bist du denn nur? Oh, golden und episch. Fügt auch den benachbarten Dienern seines Ziels Schaden zu. Oh, die Karte gefällt mir. Dann auch noch golden. Der erste goldene fällt mir gerade erstmal so auf. Och komm schon, bitte. Lass mich im Stich, Hearthstone. Gibt es einen Hearthstone-Gott, wie Mr. Mike EP immer sagt? Bitte. Selten. Mann. Wir kriegen noch eine Legendary. Ich hoffe es einfach. Episch. Episch haben wir eigentlich nicht zu wenig, denke ich. Ach, die Karte habe ich jetzt zweimal. Nice. Hatten wir vorhin schon mal. Die Karte gefällt mir immer. Selten war einmal dabei. Ups. Golden und gewöhnlich. Golden und gewöhnlich. Golden und selten. Jetzt kommen die goldenen, ne? Oh, die Karte ist gut, das weiß ich. Selten. Selten und Chance von 50% einen anderen Feind anzugreifen. Oh, trotzdem starke Karte, finde ich. Die muss man erstmal töten. Selten. Zwei seltene. Selten. Okay. Ruf 3 Netzweber 1/1 herbei. Ich weiß nicht.
Kampfschrei erhält plus 1 Angriff und Ansturm, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Komm schon, die letzten 8 Kartenpackungen, Leute, da muss doch was noch gehen. Irgendwie ist das hier, ich weiß nicht wie, irgendwie komisch, dass ihr gar keine Legendaries bekommt. Die Karte hatten wir auch schon mal. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Wie man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wieder eine epische. Fügt jeden Helden 4 Schaden zu auf der Akku-Priester-Deck. Ziemlich nice. Episch. Und episch. Erhält +2/+2, wenn ihr einen Diener mit Zauberschaden kontrolliert. Oh, die Karte ist nicht schlecht. Die gefällt mir. Die 5. Packung jetzt. Also 5 Packungen habe ich noch. Das ist die 5. die jetzt von hinten kommt. Eure Heldenfähigkeit verursacht 1 Schaden mehr. Okay. Selten. 2 seltene. Episch. Episch. Jedes Mal +1/+1, wenn ihr eine Karte mit Kampfschrei ausspielt. Och, die Karte ist nice. Die gefällt mir schon mal sehr gut. Und das passt doch sehr schön. Die Karte kann man super gut hochwaffen. Auch eine 4-4er Karte ist jetzt für 4 Mana jetzt nicht schlecht. Die Werte sind ganz okay. Die Karte hat jetzt auch schon das 3. Mal. 2 Kartenpackungen noch, Leute. Ist das denn zu viel verlangt? Eine Legendary, eine. Und. Selten. Schade. Leider haben wir keine Legendary bekommen. Ziemlich viele epische. Trotzdem bedanke ich mich fürs Zugucken und Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und abonniert mich gerne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Euer Elkage.